Willkommen zurück zu Pixel Heroes Bite and Magic, wo ich spielen darf. Juhu, ich darf spielen. Viel Spaß, Sam. Spielen. Ja, wir sind mit Kletus und... Ich hab den Namen vergessen. Kia Knight und Jamal. Jamal unterm Zwergkräutermann. Mit den bedenklichen Skills Traumkraut und Frieden. Ja. Jamal, Mann. Ja, dann gehen wir mal ins Vergangene Reich, schätze ich. Erster Raum. Vergangenes Reich. Wir bringen den Untergang. Ich glaube, das ist ein Greifgebiet, wo wir gelandet sind. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Versuch doch mal, greif auf den Geist. Auf den Geist? Du willst für greif auf den Greif benutzen, oder was? Bam! Ja, also so ganz schlecht war er nicht. Feng Huang! Phönixschlag! Aua, Kletus. Leg mir am Arsch! Kletus hat Probleme. Kletus sollte vielleicht geheilt werden. So, meinst oder du? Oder erstmal einen töten und dann heilen. Eins von beidem. Du kannst ja versuchen, den Greif zu snipen, oder du mörserst den vorderen. Mach mal den Zombie-Biss. Ah, ob das funktioniert? Ist auf jeden Fall krank. Flächenbrand! Das ist gefährlich. Oh. Also jetzt braucht Kletus auf jeden Fall die Heilung. Ja, das Problem ist, er kann gerade nicht dran sein. Ja, das ist jetzt ganz mies. Dann ist Kletus wahrscheinlich tot. Leider! Und... Stirb! Puh! Der ist hier unten schon weg gewesen. Ich wusste, dass sie sterben. Heiliger Trutz der Schädigung. Exorzierende Halskette der Einsicht. Verfluchter Buchband des Bebens. Erntender Fetisch des Kriegers. Heiltränke. Yay. Ja, die brauchen wir auch gerade dringend. Ja, bitte sehr. Ja, du musst mir das nicht jedes Mal sagen. Wir können die Position wechseln. Du kommst nicht nach vorne. Ja, ehrlich. Ihr steht schon richtig, so wie ihr steht. Also, was haben wir hier? Oh, plus 5 Magie. Oh, und plus 1 physisch. Heiliger Trutz der Schädigung. Ist das eine Waffe? Oder was ist das? Das ist ein Schild, das kann man auch als Waffe verwenden. Ach so, ah, also das würde dann einen unserer Handslots nehmen. Okay. Ja. Dann haben wir hier einen plus Int. Wäre das für den Barbaren nicht vielleicht sogar gar keine so schlechte Sache? Was? Den Schild zu haben. Soll ich den hier eintauschen? Wir haben ja unseren Mörser und der ist ja eigentlich ziemlich gut, ne? Ja, machen wir das. Der Mörser ist wirklich ziemlich gut, weil hier dieses Aurwander, ich zeige das hier mal. Das ist so ein neutrales. Neutral-Elementar, ja. Das hilft eigentlich gegen alles. Das ist immer ganz nett. Insofern machen wir das mal so. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier noch eine Kette mit plus 10 Stärke, aber wir haben plus 17 Stärke und die Faith brauchen wir eh nicht. Und da ist vor allem Immunität gegen Bluten. Aber da ist Immunität gegen. Dings drauf. Death runter, ja. Aber ja. Sonst hat noch keiner Death runter gewirkt. Ich würde es machen, wenn wir Death runter Gegner sehen. Ja, können wir eh nicht das verkaufen. Das ist Müll. Das sieht jetzt für... Ja, es ist trotzdem Müll. Ja, okay, ist der Müll. Ist nicht, wirklich nicht gut. Ich hatte gehofft, wir kriegen einen guten davon. Ja, dann machen wir mal weiter. Ja, nächster Raum. Nummer 2, Raum betreten. Noch ein Greif, noch ein Hund und was auch immer das in der Hinterhand ist. Ein hüpfender Vampir. Ah, niedlich. Haben wir Flöcke zufällig dabei? Wir haben hier sowas. Heftiger Bogen der Liebe! Schmerz und Blut! Nicht wirklich effektiv. Nee. Setz Entzünden ein. Nein, Jamal brennt! der raucht nicht nur, der brennt. Der brennt schon. Ja, dann... Schlägerei! Tötet sie alle. Vernichtet. Oh, der hat überlebt. Ja. Wow. Aber er ist mit dem Tod in meiner... Tode nahe, aber er lebt. Ja, dann könntest du ihn entweder tothauen oder du erschießt erstmal den Geist. Also den verwundeten Vampir da hinten. Pump, tot. Dann. Statuseffekte verursachen Schaden. Tornado-Kick. Lass Jamal doch nochmal die Gruppe heilen, bevor jetzt der Encounter vorbei ist. Traumkraut. Komm schon, stirb. Ah. Ich hab gehofft, er stirbt vielleicht durch Blutung jetzt. Sollte wohl scheinbar nicht sein. Ein Schaden ist da leider nicht sehr zuverlässig. Nee, Blutung scheint sie nicht zu bringen. Verfluchter Band der Gunst. Nahrhafter Talisman der Liebe, der eher aussieht wie ein auslaufendes Auge. Aber wir haben ein Level-Up. Ah, das ist gut. Endlich. Zumindest alle bis auf Kletus.
Dem fehlen 21 Punkte. Weil er außerhalb der Encounter nicht mitgelaufen ist. Ja. Ja, gut, dann... Dex und Life? Würde ich sagen. Und dann kriegt er auch mal Life und... Machen wir jetzt Intro oder Faith? Wir sollen nochmal Faith machen. Damit wir eine komplette Heilung haben. Noch ein bisschen mehr und wir hatten beim nächsten Mal auf Int. Was haben wir hier? Nahrhafter Talisman der Liebe. Plus 10 Life, plus 10 Stärke, minus 5 Dex. Boah, das wären 7 Stärke weniger, aber plus 10 Life, ne? Ja, ich würde... Ja gut, jetzt kann er bluten. Aber die Gegner hatten, glaube ich, bis jetzt keine Blutungseffekte. Ja, mal gucken, wie das aussieht am Ende, aber ich... Einen Trank würde ich ihm trotzdem reinhauen. Einen Trank kriegst du, aber der Rest darf... kriegt keinen. Ja... Haben wir sonst noch was? Nee. Verfluchter Band der Heilung. Nicht wirklich gut. Nee. Weiter! Go! Raum betreten, nächster Raum. Was haben wir denn als nächstes hier? Ach du Scheiße. Was sind das denn? Terrakotta-Krieger und Caponi-Magier. Aha. Uns fehlen vernünftige AOEs, ganz ehrlich. Ja, irgendwie schon. Unsere AOEs, die wir haben, die sind immer sehr lange auf Cooldown. Also du kannst auch... Den Geist kann man nicht mit Bogen abschießen, das ist das Problem. Also den Magier mit einem magischen Bogen angreifen könnte schwierig sein. Verteidigung runter, okay. Die hat jetzt gerade erst gehandelt, vielleicht schießt du lieber erst. Tötet du lieber erst mit den ganzen Reihe. Ach, meinst du? Ja, jetzt kommt er wieder dran gleich. Wegsnipen oder? Außerdem konnte sie gerade gar nicht schießen. Boah, der lebt immer noch. Meine Güte. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Skill oder so, den wir raushauen können. Müssten wir jetzt gleich wieder haben. Fast unbesiegbar. Ja, also wir können Klingentanz benutzen, um hoffentlich den Terrakotta-Krieger zu killen. Ja. Nein! Verwundet! Boah, hat der viele AP. Meine Güte. Uralter Speer, das hat auch richtig wehgetan. Ja, dann heilen wir Klitis. Ach du Scheiße, der ist... Agur, der Sau frisst alles! Dann kill doch mal den hinteren erst. Der Terrakotta-Krieger macht, glaube ich, gar nicht so viel Schaden. Dann kannst du noch ein bisschen Zeit schinden und die Gruppe hochheilen. Aua, okay, er macht doch mehr Schaden als ich dachte. Nein, das war jetzt der Status-Effekt, den er hatte. Achso, hatte er verflucht drauf? Nein, der hatte nicht verflucht drauf, der hatte Infektionen. Ja, meint ja. Hier, Parasit. Oder was das ist. Alter! Natürlich gegen beides immer. Sehr gut. Ja, ach, gut. Dann können wir nochmal heilen. Okay. Klitis! Krieg deine HP zurück. Au. Kia Knight angegriffen. Ja, dann töten wir ihn und Kia Knight braucht gleich einen 40% Rank. Ja. Belohnung! Oh, 98. Härten der Talisman des Greifern. Pazifistischer Ring der Brillanz. Ich hab jetzt immer nicht alles durch. Und direkt wieder Level Up. Aber bei diesmal Klitis. Nur Klitis, weil ja, er hat er noch nicht war. Also wir haben die beiden Sachen gekriegt. Plus 11 Faith und plus 5 Life. Das ist doch gut. Vielleicht mal ausrüsten. Dann haben wir hier plus 50 Dingsverteidigung und Dingsimmunität. Aber das lassen wir mal. Nee. Greif habe ich jetzt nicht wirklich gegen uns gesehen. Dann kriegt sie noch einen Trank. Sieht doch gut aus. Ja, dann gehen wir wohl in den nächsten Raum. Raum Nummer 4 des Dungeons. Ach Gott. Kann sie zufällig metzeln? Ja, theoretisch könnte sie metzeln. Ist ein Klingentanz raushauen direkt. In Hoffnung, dass der Hund da vorne stirbt. Nope. Fuhlöwen setzt Zeugs ein. Aber der ist jetzt weich. Ja. Also, der sollte auf jeden Fall sterben. Und der Caponi-Magier ist auch fast tot. Setzt Tsunami ein, aber... Ja gut, ne? Meuchelschwert. Sehr gut, der ist down. Und dann bleiben nur noch die Terrakotta leider gegen das hier immer immun. Alles, was die hier machen. Ja. Das Meuchelschwert ist ja leider nicht so genial.
Obwohl es generell eigentlich ein gutes Schwert ist. Ja. Aber nicht für dieses Gebiet. Okay, 7, dann mörsern wir den. Zack, verwundet. Der hält leider sehr viel aus, der Terrakotta-Krieger, wie wir beim letzten Mal festgestellt haben. Jetzt bin ich wütend! Heilen wir mal. Bam, voll! Ah, das erinnert mich so an Mystic Heroes für den Gamecube. Jetzt bin ich wütend! So, total überzeugendes Voice-Acting dabei. Herrlich. Dem Tode nahe. Wir auch, wir sollen dringend Klitus heilen. Mach den Gaul nicht schei! Bam. Ich kann dir gut leiden. Töte ihn. Bitte, Klitus, töte ihn einfach. Yes, Terrakotta-Krieger down. Und Klitus braucht einen Heiltrank. Erhabener Choral des Palladiums. Nutzloser Spitzhelm der Erde. Nutzloser Spitzhelm. Dünne Hexerei der Seuche. Dünne Hexerei ist toll. Belebender Spitzhelm der Kompression. Beleben finde ich gut. Ich hoffe, das kann er wirklich. Und ein Heiltrank, den wir jetzt gleich noch brauchen werden. Gut. Aber der Rest ist alles voll. Ich finde das schon mal gut. Was haben wir denn jetzt? Wir haben hier einen... Belebender Spitzhelm mit Immunität Blutung. Ja, wir hatten Blutung auf jeden Fall häufiger, also würde ich momentan wahrscheinlich sogar ausrüsten. Dünne Hexerei der Seuche. 11 magisch. Gegen alle. Also ich finde das nicht besser als das hier. Vor allem, weil das eine 75% Wahrscheinlichkeit hat, das einzusetzen. Und solange wir unsere Kämpfe momentan brauchen, ist das nicht schlecht. Dann haben wir hier das. Das sollte Was ist das nochmal? Das ist verborgen. Weicht Angriff mit 40%. Das ist ja gut. Ja, ist natürlich nicht so... Ist nicht so effektiv, schwierig. Wahrscheinlich gegen Bosse, aber sonst will ich es eher nicht, ne? Das Problem ist, es macht natürlich nur einen verborgen, ne? Naja, ist klar. Ist schon klar. Also ich würde es ehrlich gesagt lassen. Verborgen ist... Kann sehr mächtig sein, aber muss man... Vorsichtig mit sein. 50% Chancen sind halt 50% Chancen, ne? Okay. Ja, aber gegen die meisten Bosse hilft das ganz gut. Dann, ja, heilungsmäßig sehen wir eigentlich ganz gut aus. Dann gehen wir los. Nummer 5. Raum betreten. Was ist das? Oh. Sieht nicht nach einem Encounter aus. Dort ist ein bedrohlicher Altar des Bakemono. Ein gewissenhafter Held könnte zu den dunklen Mächten beten. Wir haben 81% mit Jamal. Ja, dann versuchen wir es wohl mit Jamal. Jamal, glaube an diesen Gott. Das Gebet von Jamal hat Bakemono besänftigt. Yes! Und wir kriegen massig Belohnung. Leuchtende Mütze der Kühlung. Das war ja gut. Härtender Ring des Geistes. Heiliges Feld des Phönix. Und leichte Kappe der Anpassung. Außerdem und verstärkter Hut der Immunität. Heiliger Pixel der Verblödung. Rostgehalt der Resistenz. Also den heiligen Pieks und der Verblödung finde ich gut. Hübsche Mütze des Geistes und nix. Das war's. Meine Fresse ist das viel Loot. Jesus. Ja, jetzt müssen wir 5 Stück wegwerfen. Weil wir den Schrein des Bakemono angebetet haben. Also den schmeißen wir direkt schon mal weg. Ja. Das auch. Ja. Ja, dann gucken wir mal an, was haben wir denn hier unten. Der ist auch scheiße. Immunität gegen Unsinn. Das ist auch nicht auch gut. Nicht. Ja, was hat sie denn auf dem Kopf? Nee. Kommt auch weg. Heiliger Pixel der Verblödung. Das ist jetzt schon mal ein bisschen mehr Schaden, aber... Aber der hat keine besonderen Dinger. Dann schmeißen wir den auch weg. Okay. Immunität. Ich hätte den jetzt nicht weggeworfen. Gegen Seuche oder gegen Dings. Sie hat momentan Betäubung, ne? Ja. Ja, würde ich hier Seuche geben, weil solche Gegner haben wir hier. Dann haben wir hier Heiliges Feld des Phönix. Das können wir ausrüsten. Auf jeden Fall gut, vor allem, weil hier eh Feuer vorkommt. Und jetzt haben wir noch einen Ring mit Verteidigung und Verwirrung weg. Ja, aber bei den Stats, die wir sonst hätten, weiß ich nicht, ob wir das wirklich haben wollen. Nee. Die ist auch Müll. Ja, momentan haben wir aber Platz. Lass ja, dann uns mal. Weiter, go! In Raum 6. Jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf Schnauze! Oder so. Die
Der geht relativ schnell wieder rein. Machen wir den. Obwohl, wir haben jetzt Plage, ne? Theoretisch haben wir jetzt Plage. Schrieg gedot! Zwei sind geplagt worden. Ineffektiv! Aber trotzdem Statuseffekt verpasst. Ich töte dich! Ich mag Charaktere, die einfach Hochdeutsch reden. Ich bin halt echt satt. Was? Wenn irgendjemand dieses Video gucken sollte, der lesen kann, was unsere Charaktere sagen, ich bitte um Übersetzung. Das ist schon bescheuert manchmal. Bam! Ja, solcher hat durchgeschlagen. Ja, das den liebe Hund, ich. Der Hund ist dem Tode nah, den würde ich jetzt mal eben killen, bevor der Froschmager den wieder heilt. Bumm, jo, down. Und dann kann Jamal sich noch eben heilen. Sollte auf jeden Fall, vor allem kriegen wir den eh nicht so schnell hoch. Kannst du die Gruppe mit ihm heilen? Oder willst du nur Jamal heilen? Ja, können wir jetzt auch machen. Partyheilung! Oh, der macht nicht so viel. So, und bumm. Und weich ist er. Und 15 geheilt ist er. Ja, kannst du mal heilen, warte. Naja, egal. Krank, unvergiftet und tot. Belohnung! Plus 116 XP. Fokussierte Tasche der Weisheit. Yay. Mystischer Band des Feuerballs. Und zwei Heiltränke. Yay. Sehr schön. Helden sind ein Level aufgestiegen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns bis zum nächsten Mal Gedanken darüber, wie wir unsere Helden hochleveln wollen. Immerhin, schwere Frage. Immerhin zwei Charaktere, die wir wieder leveln können, weil unser Barbar wieder... Ne? Ja, wie viel fehlt ihm? Wie viel fehlt ihm? Doch so viel. 47, ja. Bis zum nächsten Mal, wenn wir einen Encounter machen, der Cletus aufleveln wird. See ya. Ciao.